TB Kids. Ich bin der Maxi und ich schaue heute für euch ein bisschen hinter die Kulissen beim Heimspiel gegen Ingolstadt. Ich schaue heute beim Aufwärmen zu und berichte davon ein bisschen und schaue dahin, wo die Mannschaftsbusse herkommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt stehe ich hier vor der Mixzone, wo später die Mannschaftsbusse herfahren. Da steigen dann die Spieler aus und gehen auf direktem Weg in die Kabinen. Die müssen keine Treppen mehr laufen oder mit dem Aufzug fahren. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, weil dann seht ihr das Ganze noch näher. Kommt mit! Jetzt sind wir hier in der Mixzone drin. Hier warten nach dem Spiel ganz viele Journalisten. Das sind circa 80 Journalisten, die hier warten auf die Spieler und fragen sie dann zum Spiel. So, jetzt haben wir auch gleich einen Kandidaten. Herr Neuer, wie haben Sie sich denn auf das Spiel vorbereitet und freuen Sie sich schon? Also vorbereitet habe ich mich nicht besonders, aber ich freue mich eigentlich immer wieder, weil es immer wieder was Besonderes ist. Heute ist ja Wiesenanstich. Gehen Sie dieses Jahr denn auch aufs Fest und was gefällt Ihnen dort besonders? Also freuen tue ich mich jedes Jahr, wenn wir mit den Jungs auf die Wiesen gehen. Und am liebsten mag ich es, wenn wir mit den Fahrgeschäften fahren, wenn es dann so wilde Kurven sind. Das mag ich besonders gerne. Jetzt bin ich hier im Spielertunnel und jetzt weiß ich, wie sich unsere Jungs fühlen, wenn sie den hier betreten. Ich spüre ein richtiges Kribbeln im Bauch. Hier geht es 22 Stufen nach unten und dann wieder 15 nach oben. Und schon ist man im Wohnzimmer vom FC Bayern München. Ganz schön krass, oder? FC Bayern, forever number one. Und hier gehen die Spieler dann hoch in circa 3,5 Stunden und spielen dann. So, und jetzt schauen wir uns mal die Trainerbank an. Jetzt sitze ich ja auf einem ganz besonderen Platz auf der Trainerbank, auf dem Platz, wo später Carlo Ancelotti unser Trainer sitzen wird. Und genieße hier die imposante Kulisse, wenn später 75.000 Zuschauer jubeln und die Mannschaft anfeuern. So, und jetzt gehen wir nochmal an der Trainerbank vorbei. Hier sitzen später 15 Trainer, Verantwortliche und natürlich unsere Spieler, die 90 Minuten alles geben müssen, dass wir einen Heimsieg haben. So, das ist jetzt der Rasen, den eigentlich nur unsere Spieler betreten dürfen. Aber ich darf ihn jetzt kurz mal anfassen hier. Und natürlich ist auch immer unser 12. Mann dabei, der Bernie, unser Maskottchen. Und der steht immer da drüben in der Nordkurve hinterm Tor und feuert unsere Spieler an. Und der darf natürlich auch auf den Rasen gehen, weil der ja ganz wichtig ist für den FC Bayern. So, Bernie, das war super mit dir. Und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen im Stadion um. Und du jubelst heute unsere Mannschaft super an, gell? Super machst du das. Jetzt gehen wir zur Pressetribüne hoch, wo später meine ganzen Kollegen sitzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann oben wieder. So, jetzt sitze ich hier auf der Pressetribüne. Ich bin ja nicht der einzige Journalist, der hier ist. Bei einem Bundesligaspiel sind circa 150 weitere Journalisten dabei. Und am coolsten ist es hier, dass sich die Stühle sogar drehen können. Was ich euch noch unbedingt zeigen wollte, ist die Kabine vom FC Bayern. Kommt mit, hier geht's lang. Bin ich hier in der Kabine und da legen vor dem Spiel immer die Zeugwarte das ganze Zeug für die Spieler zurecht. Das heißt Trikots, Hosen, Schuhe, Stutzen und ganz viele weitere Sachen, damit die Spieler sich gleich umziehen können. Oh, ich glaube, ich höre da was. Die kommen schon. Jetzt kommen schon die Bayern. Die kommen immer circa 1,5 Stunden vorm Spiel und die gehen dann da rein. Auf direktem Weg in die Kabine, wärmen sich dann auf und dann geht's eh schon bald los mit dem Spiel. Ich habe jetzt dann gleich ein Interview mit einem, der genau weiß, wie die Stimmung vom Spiel ist, nämlich mit unserem Busfahrer Michi.
Michi, die erste Frage wäre, was machen denn die Spieler im Bus? Also, weil du kriegst es ja besonders mit. Hören die Musik oder reden die miteinander? Wie ist das? Also auf dem Weg zum Spielen ist es so, dass die Spieler eigentlich ihre Kopfhörer alle aufhaben oder halt dann eventuell im Handy oder ihren Laptop noch vor sich haben. Aber generell wird sich auf der Fahrt vom Hotel zum Stadion konzentriert. Okay, super. Und haben die Spieler eine bestimmte Sitzordnung oder? Jeder Spieler hat seinen eigenen Sitzplatz. Das machen die aber unter sich aus, da haben wir nichts mit zu tun. Okay, und vielleicht könnt ihr noch fragen, was war denn deine weiteste Reise? Die weiteste Reise war von einem Kilometer her nach Lissabon, beziehungsweise Portugal. Die Größe fehlt noch ein bisschen, ne? Ja. Dann haben wir hier schon Spieler sitzen, Omar, Franck Ribéry, David Alaba. Hier ein Tiger. Kennst du? Kamagellas. Super. Vielen Dank, Michi, für das Interview. Es war echt interessant. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, wenn ihr auf der Autobahn irgendwie fahrt und dir vielleicht dann nochmal wink. Das macht's. Danke. Servus. Ciao, servus. So, jetzt ist es circa eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff und jetzt kommen gleich die Spieler raus oder sind schon da. Jetzt dehnen sich hier die Spieler in der Aufsicht von den Fitnesstrainern. Klasse macht ihr das hier. Fußballmeister, deutscher Fußballmeister. Schau mir das Spiel an. Auf geht's, Jungs!